Ein Dach. Um 14.01 Uhr begrüße ich euch recht herzlich zur Pressekonferenz. Der Marathon geht weiter. Bis zur Winterpause noch 3 Spiele. Den Anfang machen wir am Sonntag mit dem Heimspiel um 15.30 Uhr gegen Borussia Mönchengladbach. Und zur Abwechslung würde ich euch dann mal direkt um eure Fragen an den Trainer bitten. Timo Keller beginnt. Fange ich mal mit dem Personal an. Gibt es neue Fragezeichen? Und wie geht es Kun Castells? Kann er am Sonntag wieder mitspielen oder er nicht? Also ich gehe davon aus bei Kun, dass er am Sonntag wieder mit dabei ist. Es war eine Vorsichtsmaßnahme, um hier vor dem Endspurt kein Risiko mehr zu gehen, und ja, sollte er morgen das Training ohne Probleme bestreiten können, wovon ich ausgehe, dann wird er auch am Sonntag zwischen den Pfosten stehen. Von gestern ist so, dass Marcel Tisserand Probleme mit seinem Sprunggelenk hat, aber er ist aufgrund seiner 5. gelben Karte gesperrt, also ist das jetzt, sagen wir mal so kurzfristig, kein Problem für uns. Und das einzige Fragezeichen, das wir noch haben, ist Adem Memedi, der Oberschenkel ein bisschen zwickt und wo wir irgendwie nicht so vorankommen, wie wir das gedacht haben. Haben das abklären lassen, das ist jetzt keine strukturelle Verletzung, aber er hat einfach ein unangenehmes Gefühl und er ist noch fraglich. Alle anderen Spieler sind fit und einsatzfähig. Kurt. Ist Xaver Schlager jetzt fit für die Startelf? Fit genug? Ja klar, sonst hätte er gestern nicht gespielt. Also ja auch, also das ist ja kein Unterschied. Also wenn ich ihn, jeden Spieler, den ich von Anfang an einsetze, egal in welchem Spiel, in einem Pflichtspiel von uns, der ist fit, um von Beginn weg zu spielen. Und dann ist es auch kein Unterschied, ob Europa League, DFB-Pokal oder Bundesliga. Engel. Wie viele Spieler haben Sie denn gestern Abend vielleicht ein bisschen schwerer gemacht bei der Überlegung, wen nehme ich mit in den Kader, die Sie ja zuerst treffen müssen? Ja, alle, weil ich mit dem gestrigen Auftritt sehr, sehr zufrieden bin, sehr, sehr einverstanden, was die Spieler gezeigt haben, das, was wir im Vorfeld besprochen haben und was sie sich auch vorgenommen haben, dass sie das dann tatsächlich auf den Platz gebracht haben. Und ich bin froh, dass wir eben mit sehr, sehr gutes Gefühl, dass ich mit so einem großen Kader jetzt schöpfen kann vor dieser sehr, sehr intensiven Zeit vor Weihnachten, weil müssen wir mal schauen, wie wir durch diese Phase durchkommen. Und da ist es gut zu wissen, dass ich auf jeden Einzelnen setzen kann. Und gestern hat sich dieses Gefühl, das ich auch vorher schon hatte, nochmal bestärkt. Sie haben gestern mit einer Viererkette ausspielen lassen. Inwiefern kann das auch eine Maßnahme für Sonntag sein? Oder war das jetzt etwas, was Einmaliges, was quasi dem Gegner und den Bedingungen geschuldet war? Nein, das kann auch ein Thema für Sonntag sein. Und für Mittwoch auch und für den nächsten Samstag ebenso. Sorry, aber da stellt sich natürlich die Anschlussfrage. Denken Sie da neu drüber, nachdem Sie ja doch schon stark auf diese Dreierkette hingesetzt haben? Hat sich da irgendwas an Ihrer Denke verändert? Ja, ich mache mir einfach viele Gedanken auch, was in der jeweiligen Situation zu uns passen könnte, was vielleicht auch zum Gegner passt. Wie reagieren auch die Gegner auf unsere Systematik? Und deswegen wollen wir auch hier flexibel sein. Wir haben gestern gezeigt, dass wir, auch wenn wir unter Anführungszeichen mit Viererkette spielen, dass wir defensiv sehr stabil sein können. Wir haben ganz, ganz wenig zugelassen. Wir waren offensiv gefährlich, haben uns vor allem erste Halbzeit 3 Riesenchancen wirklich wunderbar herausgespielt. Auch das Tor noch super erzielt, also einen tollen Ballgewinn von Xaver Schlager und dann, wo Paulo Ottavio in 50 Meter, das haben wir heute nochmal angesehen, er war unser letzter Spieler in der Positionierung und beim Tor ist er unser Vorderster. Also dass in diesem Sprint überholt er alle anderen 19 Feldspieler und das ist schön mit anzusehen, dass der Junge das machte, der sehr, sehr lange eine schwierige Zeit hatte, dann erstes Pflichtspiel und dann das Siegtor erzielt. Und deswegen ist das auf alle Fälle eine Option und schau halt immer, was auch zu uns passt und was zum Gegner passen könnte.
Gladbach kommt in der Bundesliga als Tabellenführer, ist in der Europa League jetzt gestern Abend sehr unglücklich ausgeschieden. Glauben Sie, dass das einen Einfluss auf das Spiel haben könnte am Sonntag? Nein, denke ich nicht. Also ist ja immer so mit solchen Ergebnissen, man kann dann ganz, kann man jetzt sagen, ja, das gibt Ihnen einen Knacks, oder kann man sagen, jetzt volle Power auf die Bundesliga. Wenn sie weiterkommen, kann man sagen, ja, das beflügelt sie, und oder man kann sagen, jetzt sind sie müde. Also von dem her glaube ich, dass es keinen Einfluss hat. In den vergangenen Jahren hat Bayern München in Deutschland die Liga dominiert, ein bisschen auch Borussia Dortmund. In diesem Jahr ist Gladbach vorne. Was macht sie so gut aus Ihrer Sicht? Ja, ich denke, zum letztjährigen Zeitpunkt, irgendwo habe ich mal die Tabelle gesehen, war Borussia Dortmund relativ weit vorne und auch vor Gladbach, und Bayern war eher etwas weiter hinten. Ja, wie es heuer am Ende ist, wissen wir ja noch nicht. Ich denke, das. Im letzten Jahr, was am Ende dann noch wieder. Ja, ja, genau, Bayern, aber ich würde jetzt Bayern für heuer noch nicht abschreiben. Ich denke, dass sie jedes ihrer Spiele, das sie jetzt verloren haben, gegen Leverkusen und Gladbach ganz deutlich hätten gewinnen können. Aber Gladbach macht aus, dass sie. Sie haben auch ihre Spielanlage etwas verändert, und sie sind in der Offensive sehr, sehr gefährlich. Sie haben unglaublich viel Tempo und Wucht in ihrem Offensivspiel. Sie haben ganz, ganz viel Tiefe, die sie auch sehr, sehr schnell bespielen. Und ja, das macht sie schon sehr, sehr schwierig auszurechnen. Es macht sie sehr, sehr schwierig zu verteidigen. Auf der anderen Seite sieht man auch in jedem Spiel, dass du als Gegner immer wieder auch Torchancen bekommst. Und das denke ich, dass auch diesmal so sein wird, dass wir unsere Torchancen vorfinden. Ich hoffe, dass wir etwas effizienter damit umgehen wie in den letzten Spielen. Ja, auch gestern hätten wir zur Halbzeit schon, sagen wir, gut und gerne mit 2-0 führen können. Und ja, aber wie gesagt, ihre Power im Spiel nach vorne, ihre Vertikalität im Spiel, ihren Tiefgang ist schon, ja, absolut top in der Bundesliga. Wie geht's eigentlich Ignacio Camacho? Haben Sie ihn gesehen gestern? Nee, das nicht, aber nur also, eine. Er war hier, er war nämlich hier, deswegen. Ja, er macht seine Reha in Spanien, und ja, er macht immer wieder mal Fortschritte, wo wir denken, ja, jetzt geht es richtig voran, und dann bremst es ihn doch wieder ein bisschen. Also er ist, ja, ich sage, in seinem Reha-Prozess, das Ende ist momentan, wäre von mir jetzt nicht seriös, wenn ich sage, dann und dann kommt er wieder zurück, und ja, wir hoffen, und ich wünsche ihm hiermit das Allerbeste, dass er da schnell wieder zurückkommt. Nachfrage: Kann es denn sein, dass er gar nicht mehr zurückkommt? Ja, ich bin, wie gesagt, er war jetzt 2 Tage hier, wir haben kurz uns unterhalten, sonst bin ich immer über die Ärzte und Therapeuten im Austausch, aber momentan beschäftigen wir uns damit gar nicht. Engel hat sich erledigt. Nochmal eine Nachfrage zu Gladbach. Sie haben es eben gelobt. Wie viel Marco Rose-Fußball ist das schon? Sie kennen ihn aus vergangenen Tagen, vergangenen Monaten und Jahren in Österreich sozusagen, wo Sie Kontrahenten waren. Ja, ich glaube, dass es auch so keinen Marco Rose-Fußball gibt, wie es keinen Oliver Glasner-Fußball gibt, sondern Marco Rose hat in Red Bull Salzburg hervorragende Arbeit geleistet mit Spielern, die auch diesen Spielstil über Jahre hinweg kannten und so ausgebildet wurden. Und was man jetzt in Gladbach sieht, ist das, was ich vorher gesagt habe, dieses schnelle Spiel in die Spitze, dieser schnelle Tiefgang haben natürlich auch die Spieler dazu gehabt, wie beispielsweise Hermann oder Player, oder eben noch dazugeholt, wie Thuram und Embolo. Und ja, das machen sie schon, wie gesagt, sehr, sehr beeindruckend, wie schnell und mit welcher Zielstrebigkeit sie da das gegnerische Tor attackieren. Ja, was natürlich Gegenpressing anbelangt, ist das Gleiche. Sehr, sehr intensives Spiel, sind bereit, auch sehr, sehr viele Kilometer zu gehen in hoher Intensität. Aber wie gesagt, denke auch, dass sie dann und wann das auch vielleicht noch nicht so in Fleisch und Blut überhaben und dadurch sich dem Gegner immer wieder auch Räume ergeben. Und es ist auch nicht ganz so einfach, das alle 3 Tage auf den Rasen zu bringen, muss man auch sagen. Eine Nachfrage dazu. Sie wissen, Marco Rose war hier auch ein Kandidat als Trainer.
Hat das irgendwas, hat sich damit irgendwie beschäftigt? War das für Sie damals irgendein Thema? Oder ist das halt heutzutage normal, dass Vereine sich, wenn sie sich neu aufstellen, sportlich neu aufstellen, einfach mit mehreren Kandidaten beschäftigen? Also zuerst, es war und ist für mich kein Thema, wer hier aller Kandidat war. Und ich denke, ohne dass ich jemals in dieser Situation war, dass es, ich sage sogar, die Pflicht ist von einem Verein, von einem Unternehmen, dass ich weiß jetzt nicht genau, wie der VfL über 200 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet, dass es die Pflicht ist, sich um den sportlich verantwortlichen Trainer, sich hier Gedanken zu machen und auch mehrere Kandidaten ins Auge zu fassen. Also alles andere wäre ja dem Verein, dem Club gegenüber nicht zu verantworten.